Immer wenn es in irgendeiner Fabrik irgendwo auf der Welt heißer wird als 1200 Grad Celsius, kommen wir und stellen sicher, dass die Fabrik weiter funktioniert. Wir machen das, indem wir in diesem ganz heißen Umfeld eine Schutzschicht bauen, in dem dann diese heißen Medien produziert werden können. Wir sind ins WeAccelerate gekommen, weil auch in unserer Industrie natürlich immer mehr Technologien von außerhalb der Industrie Einzug halten und vielleicht für uns wichtig und interessant werden. Wir haben ja hier nicht nur ein Haus, wo wir gemeinsam miteinander arbeiten, sondern viele, viele Partner, mit denen wir in Gedankenaustausch gehen können, um gemeinsam noch viel Besseres zu tun. Es ist ja so, dass WeAccelerate nicht nur profitiert von der Immobilie selbst, wo wir mit vielen Mietern hier gemeinsam Innovationsprojekten gemeinsam arbeiten, sondern auch von unserer Plattform, wo wir mit vielen Dienstleistern, andere Corporates, VCs und Startups gemeinsam arbeiten, um hier was weiterzubringen. Wir wollen unsere Kompetenzen, unsere digitalen Kompetenzen hier bündeln und wirklich als ein Team in einem Raum arbeiten können. Die drei Projekte, die wir auch heute kurz vorstellen werden, nennen sich APO, Quick und BST. Das sind drei digitale Initiativen, die wir in Stahlwerke bringen wollen, die den Alltag unserer Kunden erleichtern sollen. Hier können wir uns vernetzen, unkompliziert und schnell mit Start-up-Companies, die coole Ideen haben, die unseren Problemen zuhören und dann vielleicht mit innovativen neuen Lösungen kommen.